Noch nicht. Yo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play Dead Space 3 mit mir dem Partian LP und dem It's me Hero. Hallo Freunde. Es wird ein schönes Together Projekt mit uns zwei. So, wie kommen wir jetzt denn zum Coop-Modus? Einfach Spiel laden mal. Ich würde auf Coop-Kampagne drücken, wenn ja, du in-game bist. Das schätze ich auch. Also, das war auch meine erste Vermutung. Dann dürfen wir Spiele. Ich erstelle ein privates Spiel. Ich habe aber schon eins. Ja, dann erstell. Auf normal, oder? Ja, dann erstell du eins. Auf normal, oder? Normal. Reanimation ein oder aus? Ein, ja, oder? An. Also Wiederbelebung ist immer gut. Ich zeige euch das mal so lange auch mal bei mir. Freunde einladen. Und dann wird's gehostet halt. Hab dich eingeladen? Ich glaube nicht. Doch, wie bei FIFA müsste es jetzt. Ich habe keine Meldung bekommen. Das ist natürlich jetzt wieder. Warte, jetzt ist gegangen. Ah, jetzt. Ja, wie beitreten? Ah, da ist er. Oh, wir hören uns im Game. Stumm. Mach mal unten stumm. Hab ich. Perfekt. Huh. Du hörst mich nicht mehr, ich höre dich nicht mehr, ne? Nicht wie bei Formel 1. So, dann starten wir das Spiel, oder? Das Kapitel ist Prolog, der Schwierigkeitsgrad ist normal und die Reanimation ist ein. Ich würde sagen, wir starten. Ja. Ziele und drücke Leertaste. Um mit dem unteren Tool deiner selbstgebauten Waffe zu schießen. Punkt. Electronic Arts präsentiert. Eine Lewis Carroll Games Produktion. Dead Space 3. Juni 2314. Ein Schneesturm. Himmel, Kaufmann, das bringt doch nichts. Bei mir ist der Ingame Sound zu leise. Bei mir möglicherweise auch. Aber das lassen wir dann unsere Zuseher bewerten. Ich höre ihn ja selbst kaum. Heißt auch Tim. Sound mal rauf, also den Einstellungen, also die Sprach, Sprachausgabe, ja, machen wir die mal auf 47, ich habe alles auf 10 stehen. Ich habe alles auf 30 stehen, ey. Ich habe die Sprachausgabe jetzt mal auf 30 gemacht. Nicht auf 40. Schreit er uns halt an. Aber toll, der Charakter halt, danke, dass du einfach das Hauptmenü zumachst, während ich noch am Einstellungen machen bin. Ach so, bei dir ist das dann auch da, okay. Ja, das finde ich sehr nett von dir. So, bestätigen. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Ich auch. Drücke so. Und halte B. Ging A geradeaus. Immer geradeaus. Hey, pass auf, wo den schlägt. Aua. Mit Rechtsklick, wenn du Rechtsklicken machst, kannst du in dem Sinne schneller gehen. Aber wir haben keine Muni. Ja, egal, trotzdem gehen wir schneller. Da geht's lang. Hier geht's lang. Da oben stehen nochmal alle Namen, die am Spiel mitgewirkt haben. Das ist der Patrick, der hat blaue Augen. Immer leuchtet blau. Aber wir spielen auch noch nicht die Hauptcharaktere. Sieh die Hand vor Augen nicht. Wie sind wir eigentlich in diesen Schlamassel reingeraten? Der Doc braucht uns, Sam. Komm schon, Kaufmann. Wir sind keine erfahrenen Soldaten. Du weißt ja nicht mal, wie du dein Gewehr richtig halten sollst. Ja.
Üben wir nochmal, Patrick, wa? Ja, sei leise. Wir haben nicht mal Muni. Ja, und so haben wir die Waffen mit, denke ich. Ja, damit wir Munition suchen. Dass wir Mammuts jagen können. Ja. Im Jahr 2314 jagen wir noch Mammuts. Ja, die haben auf diesem Planeten überlebt. Achso, wir sind auf Planeten Mammut. Boah, jetzt wird besser. Heilige Scheiße. Oh nein. Oh, so können wir rennen. Die Aussage heilige Scheiße akzeptiere ich. Erstmal hier ein bisschen umgucken. Da oben ist anscheinend ein Flugzeug eingeschlagen. Ja, ja. Oh, Patrick. Das ist meine Wohnung, möchte ich dir zeigen. Mein kleines, bescheidenes Haus. Ja, schön. Dann werde ich mir... Da hinten ist der Garten. Ich werde wieder links oben auf dem Dreizack, auf dem Dreieckberg da mal oben ein Haus bauen. Ja, das ist sehr schön. Ist das unser Schiff? Wir haben es gefunden. Gut. Kommen Sie rein? Es ist komplett abgeriegelt. Drehen Sie sich um, es muss einen Weg geben. Das war nicht die Ishimura, oder? Hm? Da gibt es sicher Muni. Kugel, super. Jetzt können wir uns gegenseitig umnieten, bevor wir erfrieren. Hey, ich darf dich erschießen, hat er mir gerade gesagt. Glatt mal nachladen. Wie viel Munition hast du? Wir sollten das vielleicht gleichmäßig aufteilen. Ich habe noch gar nichts genommen. Dann nehme ich noch ein Päckchen und du nimmst den Rest. Dann hat jeder 30. Ich habe 10, glaube ich. Nee, 20 habe ich. Jetzt im Magazin drinne. Ja. Gucken wir doch mal ins Inventory. Da steht, wie viel Munition du hast, wenn du I drückst. Eine Dings habe ich. Ein volles und keine... Sonst noch? Nix. Dann heb mal eins auf, dann müsstest du 6 in dein Inventar kriegen. Okay. So. Jetzt hast du 26, richtig? Ups, richtig? 16. Hast du schon rumgeschossen? Vorher hatte ich 6 und jetzt habe ich 16. Ja, dann heb noch eins auf. Boah, die Menüführung ist bisschen... Ja, bisschen auf Joystick ausgelegt. Ja. Wie das Game auch ist, läuft zwar absolut flüssig, aber es sind wirklich nur 30 FPS, die man hat. Ja, dann schauen wir mal rein. Hier liegt noch... Hast du jetzt... Ja, du magst... Ach, hier liegt keine Munition mehr. Es muss einen Weg reingeben, obwohl nicht den Weg hat. Da steht Zerbrechen. Zerbrechen, ja. Du hast, glaube ich, die gleiche Idee wie ich gerade. Das bringt sich aber nichts. Ah, sag ich doch. Ah doch, jetzt geht's. Holy crap. Geh mal weg, Alter. Ich glaube, er ist tot. Er hatte eine... Oh mein Gott. Schießen! Scheiße! Oh, der bewegt sich! Boah, fuck. Ey, hast du gesehen, was der in sich stecken hatte? Eine Spitzhacke. Wie hat der die Spitzhacke hier hinbekommen? Die Viecher sind intelligent geworden. Die sehen gar nicht mehr aus wie die auf der Ishimura. Ja, die sehen auch mehr aus wie Resident Evil Viecher. Ja, nachgeladen? Ja. Gut. Versuch auf die Köpfe. What the fuck? Nee, auf die Füße. Dann liegen sie mal am Boden. Ja, und dann krabbeln sie zu uns. Ja, besser als wenn sie noch. Immer schön die Muni aufnehmen. Der ist hundertprozentig tot. Boah. Alter, wie schnell die auf sind, ne? Ich weg. Da kann keiner kommen. Jo, ich dreh mal die Musik schnell runter. Weil die Warum? Ist bei mir doch ein bisschen laut. Ja, wir müssen sowieso, wenn wir den ersten Part fertig haben, erstmal gegenhören. Ja. Also Leute, falls der erste Part noch nicht optimal abgemischt ist, wir konnten es einfach nicht abwarten. Wir mussten spielen. Ober dir! Wo kommt der jetzt raus? Kommt der hinter uns oder so? Hinter uns kann er nicht kommen. Naja, alles ist möglich. Oh, hier ist ein bisschen Blut. Ich geh hoch. Oh, meine Nase juckt, ey. Dann kratz.
Alter, wo ist der? Fuck, wo hätte der denn hin sollen? Hier! Hier können wir etwas machen. Ey, komm. Ja. Mir gefällt aber nicht, dass der eine hier noch ist. Warte mal, geh mal weg da. Das ist ein Codex. Oh, oh. Oh, oh. Wir fallen. Oh Gott. Okay. Holy crap. Was? Das ist cool. Wir müssen die Charakter tauschen. Ich will springen. Springe doch. Tim. Ja. Wie bist du gesprungen? Mit Schiff. Ah, jetzt. Also Großschreibtaste. Wow, 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 wow. Nee, Lawine. Tim. Oh, das war knapp. Ich hab doch kein Kombi, sonst könnten wir nicht schießen. Auf ein Ziel. Boah, mitten durch. Ja. Was mit. Patrick! Boah. Patrick. Haben wir das jetzt überlebt? Ja, wir husten zumindest. Ja, mach einen Helm aus. Ist hier überhaupt nicht kalt draußen. Blutige Fußspuren. Tim, wo bist du? Oh, ich sehe ein kleines, aber feines Massaker. Neben mir hängt einer. Neben mir auch. Zwei. Zwei. Dann sehen wir die gleiche Cutscene. Aber ich habe das Ding in der Hand. Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. Boah, geh mal weg, Alter, wer bist du denn? Ach du Scheiße. Sir. Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht wir zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom? Ihren Dad? Ja. Ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören. Alter! Ja. Was ist das für eine Flitzpiepe? Ja, jetzt kriegen wir neue Charakter. Nee, das Spiel ist jetzt aus. Ja. Das war es. Wir bedanken uns. Bis zum nächsten Projekt. Nein. Aber wenigstens erschießt er sich selbst auch. Geteiltes Leid ist halb. Ich glaube, das ist eine Bombe. Nee, ist keine Bombe. Es sind nur Daten oben. Ja, eine Datenbombe. Ich glaube, er wollte nicht, dass alle jetzt Zombies wären. Und deswegen liebst du Mom und Dad, dass du kein Zombie wirst, dass sie... Was jetzt? Brüder und Schwestern. Das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Neuer Horizont. Luna-Kolonie. 200 Jahre später. Also im Jahr 2514. Kennen wir irgendwoher? Ja, ja. Er trinkt Big Whisky. Hey, das bin ich, glaube ich. Ja. Vielleicht bin ich auch der. Er ist es. Mit zum Henker sind Sie. Helfen Sie ihm hoch. Hoch. Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich. Die Regierung.
Regierung zwang mich. Und sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für sie. Nein. Nein! Damit bin ich fertig. Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando. Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Ehrlich? Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn sie mir helfen. Das sieht ein bisschen aus wie Daniel Craig. Ja, aber was passiert hier? Okay. Wird der Planet angegriffen? Ne, die Stadt oder so. Die wollen uns daran hindern, dass wir ja die vor 200 Jahren rächen, glaube ich. Ja, toll. Gerade noch die dicke Waffe gehabt, jetzt haben wir so ein kleines Pistölchen. Okay, so klein ist sie auch nicht, aber... Ja, geht so, ne? Ja, ich würde sagen, da cutten wir mal. Wir sagen vorher noch Kapitel 1, die JSR erwachen, Isaacs Apartment. So, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Partian LP und... It's me Hero. Ciao. Ciao.